So, hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Ich bin gerade ein bisschen aufgebracht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Warum bin ich aufgebracht? Wir haben das letzte Mal den SOS-Sender bekommen. Ja, eine wunderbare Sache. Unsere eigentlich, so glaube ich, verstorbene Frau oder Freundin, whatever, hat uns dazu gebracht, dass wir diesen SOS-Sender bekommen. Diesen Döner. Aber, dann habe ich weitergespielt. Und dann sind mir Aufnahmen verkackt. Ich habe ja gesagt, dass ich hier RIP gespeichert habe. Habt ihr auch das letzte Mal schönartig gesehen. Und dann habe ich hier jetzt ein paar Dutzend Minuten noch gespielt. Aber es hat nichts gebracht. Die Aufnahmen waren hinüber. Und jetzt heißt es alles nochmal machen. Woo! Also weiter geht's. Genau, ich habe einen Wallhack. Nein, ich habe mich letztes Mal schon erschrocken. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schirms unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es Ihnen geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Ach ja. Man kann hier nichts sehen, das nervt ein bisschen. Es ist ein bisschen nervig. Also gerade kotzt es mich echt ein bisschen an, dass ich den Rotz nochmal machen muss hier. Aber egal. Ja, bleib locker. Habe ich die jetzt direkt weggeschlagen? Gut so. Audiolog. Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was Sie mit den Leichen machen, was aus Ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Pew! Oh Gott! Pew! Teletubbies! Noch einer! Noch einer! Nein, das waren nicht die Teletubbies, das war nur meine etwas hohe Stimme. So, aber wir holen uns jetzt erstmal den neuen Anzug, weil wir haben genügend Geld. Mich wundert das eigentlich, wo die das ganze Material herbekommen. Naja, okay. Die ganze Crew ist hier abgeschmiert, daher ist wahrscheinlich auch noch sehr, sehr, sehr viel am Vorrat noch da. Aber trotzdem, jetzt sind wir zumindest mal beidseitig geschützt, also auf beiden Seiten genauso viel. Sieht alles etwas symmetrischer aus. Aber unsere Lebensleiste ist ein bisschen gering geraten gerade. Egal. Wir werden gleich ein mittleres Medipack benutzen. Vielleicht noch ein kleines, mal schauen. Ich bin der Verrückte, der jedes Stückchen Munition verkauft. Und weil wir hier noch am... Ach so.
Und weil wir hier noch am gleichen Platz eine Werkbank haben. Sind wir voll geheilt? Nein, sind wir nicht. Können wir Energieknoten nun auch benutzen und gleich mal zu schauen, was da oben ist. Hier wurde ich letztes Mal überrascht. Ich wusste nicht warum. Wird gleich vielleicht wieder so sein. Mal schauen. Das haben wir ja jetzt auf Maximum. Nee, nee. So, dann haben wir das Impulsgewehr jetzt auch auf maximaler Stärke. Das gleiche Fehlerteil wie beim letzten Mal. Anstatt er das Item aufnimmt, macht er erstmal wieder die Werkbank auf. Danke. Ja, die Überraschung war das übrigens. Puh, habe ich beim ersten Mal auch nicht mitgerechnet. So, jetzt schauen wir aber erstmal, was dort oben ist. Hup, 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 hup. Weil beim letzten Mal habe ich hier den Strom direkt weggenommen. Und wusste daher nicht, was hier oben ist. Mal schauen. Molukken. Verschlossen. Aha. Was? Wieso ist das jetzt? Ach, wegen den Schlüssel, oder? Geh mal nicht so ab. Ach, der will einfach so abgehen. Was? Ah ja. Ich hoffe mal, wir werden jetzt hier nicht überrascht. Weil ich will euch hier mal kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ihr seht diesen großen Asteroiden. Asteroiden abschießen. Ja, also das war so. In der letzten Aufnahmesession bin ich hier reingegangen und habe Dutzende von Minuten verbraucht, um herauszufinden, wie man dieses Teil hochjagt. Wie man dieses Teil wegbekommt. Und letztendlich, habe ich es auch mitgekriegt, aber ich habe dafür über eine halbe Stunde gebraucht. Bäh, das war echt ein Krampf. Aber jetzt, da ich es weiß und ich bin von allein drauf gekommen und darauf bin ich in der Weise zumindest etwas stolz. Auch wenn ich einfach besser hätte zuhören sollen, was vorher passiert ist. Ja. Strahlen müssen deaktiviert sein. Ach! Darum. Gut, jetzt weiß ich noch etwas mehr. Gut, 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 gut. Ab nach unten, bitte. Das erklärt so einiges. Nee, nach da. So. Jetzt nehmen wir nämlich... Wie beim letzten Mal. Da ist das alles auch schon explodiert. Und ich habe mir so einen Schreck einjagen lassen. Habe ich den noch erwischt? Anscheinend. Schön, schön. Nehmen wir hier noch das Geld auf. Das Geld. Und die Strahlenmunition.
Herrje. Das ist jetzt alles eigentlich unnötig, dass ich das jetzt nochmal aufnehme, aber... Interessant, dieser Handkreis, nicht wahr? Ach ja, Abbauplan. Logbuch des Abbaubetriebs. Dallas A. Supervisor, Second Engineer. Wer das lesen will, soll an dieser Stelle feststehen, auf Pause drücken